Hallo meine Beauties und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn du heute dabei bist, wenn wir die neuen Maniko-Farben hier gemeinsam durchgehen und ich euch die Farben vorstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran und abonniere meinen Kanal hier unten. Vielen lieben Dank dir. Denn ich sehe aber noch, dass ganz viele das nicht tun. Ich würde mich echt freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt mit einem Klick für meinen Kanal. Ich weiß, für dich ist das nichts Besonderes. Für mich bedeutet das aber ganz viel, denn dann weiß ich, dass die Arbeit ein bisschen wertgeschätzt wird und ihr einfach noch mehr von mir sehen wollt. So sieht's aus. Maniko wird in diesem Monat 5 Jahre und von mir einen herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr macht tolle Arbeit. Ihr habt mein Nagellackleben verändert. Ich habe hier 120 Flaschen im Regal stehen, die vergammeln. Seit 2 Jahren vergammeln sie. Ich habe erst den Weg vor 2 Jahren zu euch gefunden, vorher noch nicht. Aber seitdem klebe ich unentwegt. Ich hatte mal eine längere Pause von 2 Wochen. Wenn man das lang nennen darf. Aber seitdem klebe ich unentwegt Maniko. Und es ist so eine schöne Reise mit euch, wie ihr euch verbessert habt. Auch welche Wünsche ihr eingegangen seid. Wirklich Hut ab und herzlichen Dank euch. Und wirklich, dass ihr meine Nagellackroutine so verbessert habt. Und ich glaube, ihr habt viele Nagellackroutinen verbessert zum Positiven, wie ich finde. Wenn du jetzt hier bist für den Rabattcode und denkst, was redet sie da? Kein Ding, der läuft jetzt für dich aber hier entlang. Da musst du nicht länger warten. Mit Elosein MNK sparst du 10% auf das gesamte Sortiment. Und das lohnt sich in diesem Monat. Denn wie gesagt, Maniko hat Geburtstag. Es gibt ein paar Specials, es gibt Special-Farben. Und da lohnt sich wirklich der Blick auf die Internetseite. Ein Refill-Kit, ein Start-Tag. Wenn du noch nicht angefangen hast mit Maniko, dann würde ich das jetzt überlegen. Denn so günstig war's noch nie. Und also wenn ich jetzt kein Starter-Set hätte, würde ich damit jetzt anfangen. Du machst nichts falsch, wirklich nicht. Ich glaube, so viele sind zufrieden mit Maniko, wie ich auch. Jetzt erledige ich hier keinen Stuss. Es ist wirklich ganz, ganz toll, diese Folien. Probier es einfach selber aus. Ich meine es ernst. Du musst es testen. Es ist so toll. Test es einfach und du wirst es lieben. 100 Pro. Die neuen Herbsttöne sind so schön und ich liebe den Herbst. Ich mag die Farben. Das ist genau meins. Es kommen wieder so kräftige Rottöne eher. Auch jetzt hier so ein bisschen mehr Braun dabei. Total schön. Also ich stehe da einfach drauf. Ich muss ehrlich sagen, so knallige Farben mag ich auch gerne, aber der Herbst hat auch nochmal was ganz Besonderes für mich. Ich liebe diese Jahreszeit einfach und dekoriere auch hier zu Hause viel mit Kürbissen. Das ist allein von meinem Mann. Aber kommen wir nun zu den Farben. Champagner, wenn ich es so halte, siehst du wirklich sehr gut die Farbe. Die Farbe Champagner ist kein Shimmery Shade, kein Glitzer Shade, sondern ein schöner, matter, peachiger Champagnerton, der nicht ganz weiß ist, das mag ich auch nicht. Und dadurch, weil er etwas peachig ist, passt er, ich finde, zu viel mehr Hauttönen anstatt so ein weißes Glitzer, was ich vielleicht bei Champagner eher erwartet hätte, aber das passt nicht zum Herbst. Und diese Farbe passt definitiv zum Herbst. Ganz toll. Schön ausgewählt. Du siehst auch, diese Farbe kommt auch schon in meinem Top drin vor. Also die würde zu vielen Kleidungsstücken bei mir passen und geht einfach immer. Die nächste Farbe ist Latte Deluxe und du siehst hier einen Verlauf. In der Kamera wirkt er sehr extrem, wie ich finde, der Verlauf. Aber wenn du nachher die Folien im ausgepackten Zustand siehst, also bleib bloß dran, dann siehst du alle Folien nochmal ausgepackt und nicht nur die Verpackung als solches, dann fällt auf, dass der Verlauf nicht so extrem ist. Ich finde, das kann man mal machen, vor allen Dingen, wenn es jetzt zu der dunklen Jahreszeit geht, kann man den Verlauf gut tragen, wenn es jetzt etwas dunkler ist. Im Sommer hätte ich diesen Verlauf gar nicht getragen, aber es ist ja auch ein Herbst-Lounge, also Herbsttöne, die jetzt herausgekommen sind und dafür passt es allemal. Kommen wir zu meiner Lieblingsfarbe und das ist Cherry Bomb. Wie lange habe ich auf so einen Rotton gewartet? Ich habe es immer wieder erwähnt. Maniko, wenn ihr das Video seht, bitte macht einen Rotton, einen richtigen Kirschrotton und da ist er. Er ist so schön, wirklich ein unheimlich schönes Rot. Und wie du sehen kannst, trage ich diesen auch gerade auf meinen Nägeln. Passt immer. Sieht super edel aus. Geht mir in das Himbeerige, nicht ganz diese Orangeton. Ich vergleiche das gleich später mit Statement. Da sieht man sehr gut den Unterschied, dass das deutlich dunkler ist. Es könnte für mich sogar noch ein Ticken dunkler sein, aber dann ist nicht mehr Sherry Rot. Sherry Rot trifft das hier schon ganz genau. Das ist wirklich ein richtig schönes Kirschrot. Also tolle Leistung. Und dass das erhört wurde, freut mich total. Also der Wunsch, der wurde erhört. Und ich glaube, es macht viele glücklich, dass so ein Kirschrot endlich dabei ist. Die letzte Farbe, die letzte Woche gelauncht wurde, war Ebony. Und es ist ein wunderschönes, dunkles Braun. Das erinnert erst an Roasted Plum, aber ich habe mal bei meinen alten Bildern nachgeschaut. Roasted Plum ist deutlich heller,
das ist hier dunkel und wenn man die Nagelfolie bewegt, wird es einmal hell und einmal dunkel. Siehst du auch gleich, wenn du dran bleibst, wenn ich die Folie auspacke, dass es ein schöner dunkler Ton ist, der zu vielen Kleidungsstilen, zu vielen Hauttönen extrem gut passen wird. Also diese vier Herbsttöne, wahnsinnig schön ausgesucht und ich bin echt begeistert. Ich weiß auch nicht, wie meine Kuh das immer macht, dass die so meinen Geschmack treffen. Also im Sommer war es schon gut, wo ich dachte so, boah, und dann noch mit den Zitronen. Und jetzt kommen wir hiermit, und das war's noch nicht, es kommen jetzt die nächsten drei Farben, die ich dir jetzt vorstelle. Ich zeige dir noch die letzten drei Farben, die erst jetzt am Freitag gelauncht wurden, die habe ich auch schon. Und auch die sind unfassbar schön, die Entscheidung. Also, aber jetzt mehr dazu. Wir haben einmal die Farbe Mido und ich habe irgendwo gelesen, dass es dieses Design schon einmal als normale Nagellackfolie gab und sie die jetzt wieder herausgebracht haben als Redesign, als UV-Folie. Vielleicht täusche ich mich aber auch, das kann natürlich auch was anderes sein. Auf jeden Fall erinnert das wirklich an nochmal die Liebe zu den Blättern. Und erst beim Auspacken ist mir aufgefallen, dass die Rosatöne ebenfalls nicht alle gleich sind. Dieses Farbspiel zusammen, was du später auch ausgepackt siehst, ist unheimlich schön. Hätte ich so gar nicht gedacht. Ich dachte so, vielleicht ist das so ein bisschen zu verspielt für mich. Oh, das ist so schön. Auch diese unterschiedlichen Töne hier, ne? Der Ton ist besonders schön hier, wie ich finde. Auch der Ton, also schöne Arbeit gemacht, Maniko. Wirklich ganz toll. Das nächste ist Toffee Twinkle und Toffee Twinkle. Das passt so zum Herbst mit gemütlich einem Kaffee und einem Buch irgendwo sitzen. Das wünsche ich mir jetzt. Ja, ich bin bereit jetzt für den Herbst, definitiv. Und du siehst schon, es ist ein Farbverlauf von unterschiedlichen braunen Tönen, wo es mir schwerfällt, nicht alle irgendwie zu bekleben, weil die echt schön sind. Das ist aber nicht alles, sondern auf einzelnen Folien ist noch so ein goldenes Blatt eingearbeitet. Sieht total edel aus. Also das wäre jetzt hier mein Daumenfinger und das wäre mein Ringfinger, wenn ich so die Reihenfolge nachgehe. Ja, top, top, top. Ach nee, Zeigefinger wäre das bei mir. Das ist mein Zeigefingerfolie. Und unheimlich schön. Dieses Gold ist total dezent. Man sieht es so ein bisschen, wenn man näher darauf achtet. Wunderschön. Wir kommen zur letzten Folie, die dabei ist, nämlich Misbehave. Und bei Misbehave ist wieder ein Verlauf. Ich bin nicht so der Verlauf-Fan, aber dieser Verlauf ist so dezent und so edel gehalten, dass du es definitiv tragen kannst. Wenn du mehr so bist wie ich und sagst, ah, ich stehe nicht so da drauf, würde ich mir das trotzdem mal anschauen. Denn das ist ganz edel. Wirklich. Ein Verlauf, der nur auffällt, wenn du genau hinschaust. Also da müssen schon Leute auf deine Nägel starren, ansonsten ist das eher so ein Lichtverlauf, würde ich es eher nennen, weil es so leicht ist. Das siehst du auch hier. Also es ist ein Verlauf, den nimmt man wahr, aber sehr dezent. Ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal alle Folien gemeinsam hier aus, dann hast du einen guten Überblick und kannst dann vielleicht entscheiden, welches Refill-Kit du benötigst. Vielleicht das 5er und plus eine Folie geschenkt oder das 3er oder brauchst du vielleicht doch ein ganzes Starter-Set, wo die Lampe und allem dabei ist. Überlegst du dir gleich selber, wenn du die Farben gesehen hast. Ich habe jetzt alles ausgepackt und die Farben sind so hübsch, wirklich. Absolut meins mit den Herbsttönen. Ich fange einmal mit den Geburtstagsfarben an und Misbehave hat einen wunderschönen Verlauf. Ich hoffe, dass du das erkennen kannst, aber dieser Verlauf ist echt schön. Also das ist auch ein Verlauf, den ich trage. Das finde ich schön, das mag ich, das ist ganz dezent, sodass man nur ahnen könnte, dass ein Verlauf ist, der ist sehr, sehr edel und das hat man sonst nicht. Ihr werdet es nicht wundern, dass ich die Folien immer wieder abdecke. Ich habe nur Angst, dass die sonst unter der Lampe hier eventuell schon aushärten, damit du was sehen kannst. Also nicht wundern, ich decke das immer ab und schiebe das ein bisschen weiter und dann schauen wir uns die nächste Farbe an. Kommen wir zu Toffee Twinkle und ich dachte erst, ach, ich weiß nicht, aber schau dir das an. Wie schön ist das bitte? Jetzt muss man natürlich gucken mit dem Verlauf. Also ich habe jetzt ein Problem, weil ich nehme erstens den für den Daumen und den für den Ringfinger. Und wandere dann so weiter. Also ich habe nicht diesen schönen Verlauf. Deswegen weiß ich nicht, ob das klappen würde. Ich glaube, wenn ich das so sehen würde, würde ich echt probieren, diesen Verlauf hinzukriegen und wirklich mich vorzuarbeiten und das so anzupassen, damit es passt. Aber wie schön ist das bitte? Und dann haben wir noch so goldene Akzente. Jetzt siehst du diese goldenen Akzente. Mit Blattmuster, sehr edel. Tolle Farbe, Toffee Twinkle, absolut. Also schwere Entscheidung heute, mal wieder. Kommen wir zur Mido. Und bei Mido dachte ich erst so, ja, ist recht verspielt. Ich weiß, dass es diese Folie einfach als Nagellackfolie gab.
Und jetzt haben sie als Geburtstagsset eben rausgebracht. Zum Geburtstag passt das auf jeden Fall. Es ist das Blumige. Es ist alles so ein bisschen wie von Manicure dabei, mit den schönen Farben, das Blumige. Aber wenn wir das auspacken, hat das wieder ganz andere Töne. Also vor allen Dingen dieser Ton hier in der Mitte, der gefällt mir richtig gut. Den hätte ich irgendwie gerne so. Das sieht aus wie so ein Altrosa. Sehr, sehr schön. Und diese Blumen sind nicht weiß von hinten. Ich zeige dir mal im Vergleich. Misbehave hat einen Verlauf und ist hinten weiß. Und das habe ich hier bei der Folie nicht. Das heißt, du hast hier eine durchsichtige Folie. Eine leicht schier. Das siehst du hier am Daumennagel jetzt. Man sieht so ein bisschen Daumennagel durch. Heißt, die Folien sind leicht transparent, natürlich nur die mit den Blumen. Und die anderen sind wieder ein Verlauf von den Rosatönen. Echt schön. Hätte ich nicht gedacht, dass mir die gefällt, sage ich ehrlich. Am Anfang dachte ich so, nee, das ist mir zu verspielt. Ist es aber nicht. Ist auch wunderschön. Ebony ist ein Schokobraun. Absolute Herbstfarbe. Und wie man es gerade hält, ist es heller oder dunkler. Also es liegt auch immer an Klamotten. Ich finde auch, dass einige Rottöne ihre Farbnuance verändern in dem, was man anhat. Also so wirkt es auf jeden Fall dunkler, fast schon ganz, ganz dunkelbraun und so wird es auf einmal wieder hell. Wunderschön. Das ist eine Farbe, die trage ich immer. Das ist für mich eine absolute Herbstfarbe, sowas von. Ich habe massenweise davon normalen Nagellack im Schrank, aber ich verwende ja keinen normalen Nagellack, ich verwende ja nur noch Manicure und bin deswegen echt zufrieden, dass diese da ist. Latte Deluxe, ein Verlauf, wo ich weiß, der wird vielen gefallen. Das ist ein Verlauf von, ich würde sagen, durchsichtig, schier zu einem dunklen Ton. Viele mögen sowas. Ich bin ehrlich, mir steht das von diesem Schwarzton und von diesem durchsichtigen Ton nicht ganz so, wie du erkennen kannst. Ist nicht ganz so meins. Und weil ich viel mit Kunst arbeite, denke ich dann immer, dass meine Nägel dreckig sind, wenn ich sowas auf den Spitzen habe. Aber das ist Geschmackssache. Und ich weiß genau, dass viele davon euch total drauf abfahren. Und gerade jetzt, vielleicht auch zu Halloween, ist das gar keine schlechte Folie, wie ich finde. Die hat was Mysteriöses. Nur durch das Schwarz, durch das Helle, ein schöner Verlauf. Ich muss allerdings sagen, dass Misbehave den dezenteren Verlauf hat und mir deswegen besser gefällt. Kommen wir zu der Farbe Champagner. Und das ist ein Ton, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe ja Champagner so ein bisschen an Glitzer und Shishi gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber das hat so einen schönen Peach-Unterton, weswegen ich den mag. Das ist eine Farbe, da muss man sich vielleicht erst dran gewöhnen, wenn man sie drauf hat, aber dann wird es echt schön. Und gerade für diesen Spätsommer, das würde ich ja nicht mal als Herbstton, sondern vielleicht sogar als Spätsommerfolie sehen, echt, echt schön. Gerade weil hier jetzt kein Schimmeranteil ist und überhaupt nicht das in meinem Kopf ist, was ich dachte mit Champagnerton, finde ich es irgendwie total toll. Weil es einen peachigen Unterton hat, mag ich sehr gern. Das passt allerdings nicht zu allen Hauttönen. Also zu meiner passt es perfekt. Das ist eine Farbe, die für mich super ist. Das habe ich ganz selten, dass mir so ein Ton irgendwie steht. Aber du siehst das schon, das passt perfekt zu meiner Hautton. Das habe ich wirklich ganz, ganz selten. Kommen wir nun zu einem Ton, den sich ganz viel und ganz lange gewünscht habe. Und ich zähle ebenfalls dazu. Ich habe in irgendeinem Video mal erwähnt, ich hätte gern ein richtiges Kirschrot. Und da ist es. Wie krass schön ist das bitte. Es ist so schön. Also ich stehe auf diese Farbe. Absolut. Das ist genau meins. Also, boah. Richtig toll. Und dann haben wir im Vergleich Statement. Und das lege ich daneben. Und dann siehst du auch den Unterschied. Statement ist viel knalliger. Ein Statement ist deutlich mehr Orangeanteil drin. So 10% bestimmt. Und hier ist ein Pinkanteil drin, wodurch das Ganze dunkler wird. Hier ist kein Grauanteil drin. Also es wirkt nicht aschig. Schon knallig auf jeden Fall, aber es passt zu dieser Kirsche. Wenn ich die Kirsche daneben halten würde, 1:1, es passt. Jetzt habe ich die Qual der Wahl und muss mich jetzt ein bisschen entscheiden. Alle Folien sind toll, ich lege sie dir nochmal im Vergleich hin. Jetzt siehst du nochmal alle Farben im Überblick und das sind die Herbsttöne. Cherry Bomb, Champagner, Latte Deluxe und Ebony. Wunderschön. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zwischen diesen beiden mich gerne entscheiden. Und dann kommen wir zu den 5 Jahre Geburtstagsfolien mit Misbehave, Meadow und Toffee Twinkle. Wobei ich Misbehave und Toffee Twinkle echt am schönsten davon finde. Sie ist schon gefallen, weil ich mich einfach auf diese Farbe so gefreut habe. Seit Monaten habe ich gehofft, dass so eine Farbe rauskommt und deswegen ist es
Cherry Bomb. Ich werde jetzt einmal im Schnelldurchlauf gerne mit euch zusammen Cherry Bomb kleben. Wenn du irgendwie Fragen hast, wie irgendwas funktioniert, klick in die Infobox rein. Dort erfährst du die 10 besten Tipps. Damit hält das definitiv länger. Mein To-Do ist immer noch, benutzt die Schere, anstatt drauf zu kleben und abzufallen. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Deswegen nutze ich immer die Schere und ja, wir machen das jetzt zusammen. Dann siehst du das auch, wie ich das mache. Vielleicht ganz gut so nochmal, aber diesmal im Schnelldurchlauf. Ich packe es erstmal alles weg und dann legen wir mit Cherry Bomb los. Ich habe alles parat liegen. Ich habe einmal einen Buffer. Ich habe meine Nägel schon vorbereitet mit diesem Werkzeug. Damit entferne ich immer meine Nagelhaut. Ich habe die Schere parat liegen, die Nagelfeile von Maniko selber. Ich finde die super und die ist bei jedem Paket dabei, aber ich verliere sie auch ständig und in einigen ist diese etwas feinere dabei. Die war jetzt auch bei Cherry Bomb dabei. Die ist wesentlich angenehmer als die alte, weil die ja ein bisschen feiner ist und nicht ganz so grob macht. Ich alles kaputt und deswegen ist die mein Favorite und die wird auch heute benutzt. Dann habe ich hier schon meinen Topcoat liegen und all das bekommst du ja im Starter-Set und diesmal richtig viel on top, weil die eben 5 Jahre Geburtstag haben. Wir starten also. Ich habe meine Hände schon gewaschen und die sehen momentan ziemlich schlimm aus, weil ich jetzt 2 Tage die Bude geschrubbt habe ohne Manikurnägel, weil ich auf das Cherry Bomb gewartet habe und auf die anderen Farben. Deswegen sehen jetzt etwas lidiert aus, aber das ändern wir jetzt. Ich raue meine Finger nur ganz kurz an. Das war schon. Und dann könnt ihr gleich schon kleben. Ich fange nun an, die Folien einmal in der Mitte durchzuschneiden. Das würde ich dir auch empfehlen. Vor allem mit einer scharfen Schere. Und wenn deine Schere nicht scharf genug ist, nimmst du ein Stück Alufolie und schneidest da einmal rein. So schärft man nämlich eine kleine Schere wieder. Ja, so sieht es aus. Und dann ist die parat zum Schneiden der Manikurnägel. Aus der Verpackung habe ich mir einmal Prep and Prime rausgeholt. Und werde meine Finger entfetten. Wichtig ist, dass die Folie auf keinen Fall die Haut berührt. Das ist hier jetzt der Fall, weil da löst sich auf jeden Fall die Folie, weil sie natürlich von der Hautfett mit reagiert. Und es fällt nur auf Nagel, nicht auf Haut. Nur dich als Info und dann klappe ich das hoch, sehe, wie viel ab muss und schneide das einmal ab. Für dich eine kurze Info, ich habe das jetzt gerade mal gemerkt, die Folien sind nicht so dünn, die neue Charge, natürlich auch extrem schön, ne? Also guck dir die Farbe mal an, echt toll, dass die beim, ich sag mal, ersten Sekunden etwas brennen unter der UV-Lampe. Das hat man schon mal, wenn der Nagel selber etwas dünner geworden ist, habe ich anscheinend so viel gefeilt und auch, weil die Folie vielleicht etwas dünner ist. Was ich dann mache, ich nehme immer meine Finger ein bisschen raus, lasse die Abkühlung wieder runter und mache dafür aber dann 2 Minuten aushärten. Und dann tut es auch nicht mehr weh. Es ist wirklich nur am Anfang, wirklich ganz am Anfang, die ersten 10 Sekunden und dann geht das auch weg. Du musst keine Angst haben, dir passiert nichts und auch der Nagel wird davon nicht geschädigt. Nur für dich als kleine Info. Jetzt sieht man noch einzelne Ränder. Hier vor allen Dingen ist irgendwie nicht schön geworden. Einfach habe ich falsch geschnitten, was ich eher annehme. Und jetzt fahre ich einfach meinen Nagel bis zum Rot ab und auch sonst. Es ist aber zu empfehlen, nicht wie ich gerade übrigens, in eine Richtung zu fallen. Umso länger hält die Folie und geht nicht ab. Ich werde jetzt noch einen UV-Topcoat drüber geben. Ich nehme den auch hier von Maniko persönlich, weil ich den am besten finde, sage ich ehrlich. Es gibt welche in der Drogerie, aber der ist immer besser, den kann man dünner auftragen. Und zur Folie, das fühlt sich an, als wenn ich einfach nichts drauf hätte. Das ist total krass. Die Qualität ist so gut geworden, der Maniko-Folien. Also da gibt es echt überhaupt keine Beanstandung und nichts zu meckern. Richtig schön. Man fühlt eigentlich, dass man gar nichts drauf hätte. Es fühlt sich toll an. Ganz tolle Leistung ist jetzt Maniko. Aber ich liebe sie. Kennt ihr das, wenn man neue Nägel hat, muss man immer hinschauen und die bewegen. Ach, ist das schön. Okay, ich mache mal die andere Hand, denn so kann es ja nicht bleiben. Das waren also die Farben und du siehst, Cherry Bomb ist super schön auf den Nägeln. Total toll. Auch die anderen Farben, die Entscheidung, welche ich jetzt endlich nehme, ist wie jedes Mal richtig, richtig schwer. Ich habe jetzt gerade nochmal bei Maniko auf der Seite geguckt und
Wie krass ist das bitte? Dieses Geburtstag-Refill-Set, dieses 5 plus 1, ist mega günstig gerade im Angebot. Du kriegst also die sechste Folie umsonst dazu. Du bezahlst 59 Euro im Moment nur, also 38% schon Rabatt. Und wenn du dir jetzt noch 6 Farben aussuchst und dann noch meinen Rabattcode anwendest, sparst du unheimlich viel Geld. Nämlich, anstatt 59 Euro bezahlst du nur noch 53,10 Euro. Und das macht pro Folie nur 8,85 Euro. Und damit kommst du zweimal hin. Also ich komme auf jeden Fall zweimal hin und die meisten, die ich kenne auch. Heißt 4,40 Euro für eine Maniküre, die 3 Wochen hält. Das sollte man sich überlegen, mit Maniküre anzufangen. Gerade jetzt. Ich glaube, so günstig wird es nie wieder. Also nur für dich als Hinweis und als Tipp. Das waren also die neuen Herbsttöne von Maniko. Ich bin gespannt, was du sagst. Kennst du Maniko? Benutzt du Maniko? Und welche Farbe findest du am besten? Also meine Entscheidung ist sehr schwer, aber ich glaube, ich würde dieses Braun nehmen, das Champagner, die beiden Rottöne und Kartoffeltrinkel, also gefühlt irgendwie alles. Aber ich bin gespannt, für was du dich entscheidest. Lass es mich gerne mal wissen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn es ist, dann lass dem Video gerne einen Daumen oben da. Vielen lieben Dank dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.